So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stimmi. Und heute habe ich für euch das Orakel Freiburg gegen Bayern. Ich wollte eigentlich den kompletten Spieltag machen. Ich habe es aber total vergessen, dass es ja englische Woche ist. Ja. Aber ich mache für euch hier Freiburg gegen Bayern. Jo, also ich habe jetzt nur pro Halbzeit einen Booster geholt. Ja, da würde ich mal sagen, wir starten direkt mal in die erste Halbzeit und hier ist die allseits bewährte Pfeife und ich starte jetzt. Ja, also ich denke mal, es gibt ein 3 zu 0 für die Bayern. Also ich tippe ein 3 zu 0. So. Ich bin mal gespannt. Alles wieder verdreht hier. Ah, das ist auch immer so eine. Ja. So, dann schauen wir mal. Also Bayern spielt auswärts in Freiburg. Wir haben hier VfL Osnabrück. Wolze, oder wie der ausgesprochen wird. Dann haben wir hier von Hoffenheim. Salai. Dann haben wir hier von Union Berlin Gogia oder Goccia. Dann haben wir von Dortmund Lukas Piszczek. Dann haben wir hier von Sandhausen Dennis Diekmeier. Dann haben wir hier von Fortuna Düsseldorf Alfredo Morales. Dann haben wir von Schalke Raman. Dann haben wir hier wieder Dortmund Dahoud. Dann haben wir hier das Dortmund Club Logo. Und die letzte Karte in der ersten Halbzeit ist Kevin Campbell Matchwinner. Ja, somit ist die erste Halbzeit beendet. Steht 0 zu 0. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen, aber ich glaube nicht. Kein Freiburger und kein Bayern-Spieler. Ja, dann denke ich mal, wir starten in die zweite Halbzeit. Und dann geht's direkt weiter. So. Komm, bitte, irgendwas muss hier noch passieren. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr tippen würdet. Also am Wochenende kommt auf jeden Fall wieder der komplette Spieltag. Vielleicht mache ich das sogar fertig für am Freitag. Ich muss gucken, wie ich das zeitlich wie ich das packe. So. Wir haben von Erzgebirge Aue Wytra. Wytra. Dann haben wir hier von Frankfurt Russ. Dann haben wir hier von Union Berlin Flecker. Und da haben wir das 0 zu 1 für Bayern München durch Süle. Und hier ist schon irgendwie. Ja, das ist, wenn die Karten dunkel sind. 0 zu 1 für die Bayern durch Niklas Süle. Und dann machen wir weiter mit Atik von Dynamo Dresden. Dann haben wir hier von Nürnberg Hack. Dann haben wir hier von Hoffenheim Bittenkurt. Dann haben wir von Köln Kainz. Oder haben wir das 0 zu 2 durch Thiago? Und die letzte Karte ist hier Starspieler von Augsburg, Finn Bogason. Ja, und somit geht das Spiel 0 zu 2 aus für die Bayern. Und ich tippe ein 0 zu 3. Ja.
Dann würde ich sagen, war's das mit diesem Orakel. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr tippen würdet. Am Wochenende wird es wieder ein größeres Orakel werden. Ich hab's echt verpeilt, sorry. Und ja, dann würde ich sagen, bis am Wochenende oder bis zum Adventskalender-Video und dann auf Wiedersehen.